Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Meine Lieben, ich stehe fast auf derselben Stelle, wie ich den vorigen Vorarlberg-Vlog begonnen habe. So starten wir mal. Es ist aber nicht dasselbe, weil wir wissen, Linnea has new hair von blond zu rot. Also es hat sich viel geändert. Plus ich habe einen richtig fetten Pickel auch noch am Kinn. Ich glaube aber, das hatte ich auch im letzten Vlog. Oh mein Gott. Ja, so ist es. Aber ihr seht da das Orangene hinter mir. Wo könnte ich hingehen? Es beginnt wirklich sehr, sehr ähnlich. Und zwar, ich muss wieder zum Oberla. Ich werde eine Torte kaufen. Ich möchte schauen, ob sie irgendwas anderes haben. Diese Macarons, no, I didn't like them. Die waren, also sie waren nicht schlecht, aber komplett überteuert. Also da kann man wirklich was Günstigeres kaufen und es schmeckt besser. Also komplett überteuert. Die Torte ist ein Traum. Auf jeden Fall, die müsst ihr mal probieren, wenn ihr in Österreich seid. Sie ist, die ist really delicious. Die heißt nämlich Musser-Schokolade-Torte. Die ist richtig, richtig gut. Aber, das heißt, ich gehe dort rein und es ist ein Tag, bevor ich losfahre. Es ist nicht der Nachtzug zum Glück, was mich sehr, sehr freut. Ich werde morgen direkt nach der Arbeit werde ich dorthin fahren. Und habe ich noch irgendwas, was ich sagen möchte? I don't know. Wir haben Orange Eyes, Glittery Lips. Aber ich würde sagen, ich gehe rein zum Oberla, kaufe die Torte und vielleicht auch noch was anderes. Und dann beginnt hier mit der Vlog. Und ich bin gespannt, was es wird. Diese Vlogs, die sind so ungeplant, weil ich auch nicht so viel vloggen kann, weil ich auch die Privatsphäre von seiner Familie beachten möchte. Das heißt, diese Vlogs sind nicht wie die Vlogs in meiner Familie, weil da fahre ich so ein bisschen drüber über denen ihre Privatsphäre. Aber deshalb... I don't know, es ist für mich genauso spannend wie für euch, wie es hier weitergeht. Aber jetzt auf jeden Fall weiß ich, wie es weitergeht. Wir gehen zum Oberla und kaufen die Torte. Und es geht rein. Ich bin gespannt, was wir kaufen werden. Ich werde jetzt nicht zu laut reden. Aber ihr wisst, hier gibt es richtig tolle Sachen. Vielleicht kaufe ich so Pralinen. Vielleicht. Ich bin eigentlich nicht so der Pralinen mit, aber die fand ich leider super hübsch. Sie sind so hübsch, aber geschmacklich waren die nicht so mein Fall. Es gibt ja ganz viele auch so Tortenstücke, aber das werde ich nicht noch. Aber sind wir gespannt, was ich nehme. So, meine Pico. Jetzt ist es so, dass ich gerade im Zug sitze. Ich möchte jetzt nicht zu laut reden, dass mich nicht alle Leute im Zug anschauen. Ich wollte euch jetzt sagen, also ich bin jetzt bald da. Es war jetzt schon eine längere Reise. Es war so anstrengend. Ich habe so viel zu tragen mit Leuten. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel ich mit habe. So typisch mir. Dann habe ich hier auch noch meine Steaks. Ich habe meine Semmel nicht mehr besorgt. Dann ganz fresh habe ich so Heidelbeeren, Blaubeeren, wie auch immer, habe ich geholt. Und dann natürlich für die ungesunde Sache, wenn man ein bisschen Energiezuschuss habe ich diese Mini-Donuts. Aber die waren jetzt nicht so gut. Und die großen mag ich mehr. Das ist jetzt sozusagen mein Snack und dann habe ich ein Wasser. Das heißt, das werde ich jetzt dann noch essen. Und dann bin ich eben dort. Die Sonne beginnt jetzt langsam runterzugehen. Ich kann euch dann noch mal zeigen, wie es draußen aussieht. Aber that's what's happening. Das heißt, ich fahre jetzt hier noch schön weiter. Noch ein bisschen weniger wie 2 Stunden. Es ist schon anstrengend. Also dafür, dass ich arbeite am Montag. Das heißt, ich bin jetzt nur, es ist jetzt Freitag, und dann bin ich am Sonntag muss ich schon wieder zurück. Das heißt, eigentlich einen wirklichen Tag hast du eigentlich mit. Das ist dann schon, es ist wirklich so hin und her. Aber ja, geht. Und das heißt, jetzt zeige ich euch noch, wie es hier draußen aussieht. Und dann werde ich jetzt was essen. Because I'm getting hungry. Aus. Jetzt ist gerade ein bisschen unscharf. Okay, jetzt fahren wir gerade da. Seht ihr? Wir haben natürlich wieder Berge und alles Mögliche. Das ist ziemlich bewölkt, ist mir aufgefallen. Aber yes. Das heißt, ich werde jetzt was essen. Schlafen kann ich jetzt nicht mehr, weil dann schlafe ich, glaube ich, vielleicht so ein bisschen, dass ich die Augen zu habe. Aber jetzt richtig schlafen geht nicht, weil ich bald aussteigen muss. Aber es dauert schon noch ein bisschen. Aber also ich bin noch gespannt, was in Hallo meine Lieben, und zwar ist es jetzt so, wir gehen auf die, habe ich euch das erzählt, dass wir auf die Bregenzer Festspiele gehen
Und das ist ja am See, das heißt, da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Today it's very glam, because it's an occasion. You know, my new hair, also meine neuen Haare und dann eben die neuen Lippen, die ich auch, also die neuen Lippen, was sage ich da? Die rote Lippen, wollte ich sagen. Es sind keine neuen Lippen, ich habe nichts reingespritzt. No, I didn't. Sie sind vielleicht overlined, aber sie sind nicht aufgespritzt. Und zwar habe ich einen roten Lippenstift, dann haben wir Smoky Eyes. Und Outfit of Today, das ist so eine Blusenteil mit so Hosen und natürlich High Heels, of course. Und wir gehen jetzt dorthin. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Also es ist die Butterfly und die ist sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr traurig. Es geht darum, dass sie verliebt sich in einen Amerikaner und der Amerikaner verschwindet dann und sie hat einen Schwanger und hat ein Kind auch mit ihm bekommen und dann kommt er, sie sagt, er kommt wieder zurück und er kommt wieder zurück und dann kommt er wieder zurück und dann kommt er mit einer neuen Frau und nimmt das Kind ihr weg und dann bringt sie sich um. That's the story. Und das schauen wir uns heute an. Die Musik soll angeblich so, so toll sein und wir sind sehr, sehr gespannt. Warte, ich zeig nur so. Meine Lieben, hier seht ihr einmal das Wasser und ich muss nur aufpassen, weil das sind solche Rillen und ich mit meinen Stöckeln bleibe ich voll stecken. Aber it's really pretty und jetzt gehen wir rein. Da, meine Lieben, jetzt sind wir hochgegangen. Ihr seht, die Sonne geht jetzt langsam unter und hier ist der See und jetzt gehen wir zur Bühne. Meine Lieben, jetzt seht ihr die Bühne in ihrer Pracht. Hinten die Sonnenuntergang, nicht Aufgang. Hier sehen Sie die tolle Bühne. Voll gespannt, ich werde jetzt so ein paar Clips durch. Ich glaube, es ist Filmen ist verboten, sorry Leute. Aber ich sage euch dann, wie es war. Ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich schön. Hallo meine Lieben. Und zwar ist es jetzt so, ich bin zurück aus Vorarlberg. Mein Gott, wenn man so Glow hat, es werden alle Poren. Ich habe nämlich so viel Highlighter im Gesicht. Alle Poren werden so. Also, welcome to my pores. Aber, und zwar, ich bin zurück aus Vorarlberg. Es war wunderschön. Ich werde noch ein bisschen tiefer drüber eingehen. Aber, was jetzt auf jeden Fall ist, ich gehe jetzt Füße machen. Und zwar La Bonita Spa. Das seht ihr dann leider nicht, aber La Bonita Spa. Und das, ich liebe das. Ich finde, das ist. Wirklich, wirklich großartig. Ich mache immer meine Füße, Pediküre mache ich immer. Nägel mache ich immer woanders. Dann nehme ich euch morgen mit. Ich habe mir nämlich gedacht, der Vlog ist sonst zu kurz. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme euch noch ein bisschen mit bei meinen Beauty-Behandlungen, bevor es nach Schweden losgeht. Weil ich natürlich, I'm doing so much stuff. Erst da waren wir in Vorarlberg und jetzt dann in Schweden. Und das heißt, ich gehe jetzt rein, ich werde euch so ein bisschen mitnehmen. Und ich sage, ich finde es ganz toll, weil sie machen ein also medizinische Peeling, also wenn das medizinische, wenn sie die Hornhaut medizinisch wegnehmen und das finde ich sehr, sehr gut. Es ist eben nicht halt nur mit so Raspeln. Und ich war vor kurzem, war ich bei so einem chinesisch-asiatischen und das ist leider überhaupt nicht gut geworden. Ich war wirklich, wirklich nicht zufrieden und hier bin ich jetzt schon mehrere Mal gewesen und ich bin immer wirklich zufrieden und deshalb gehen wir auch dorthin. So, meine Lieben, jetzt sind meine Füße im Bußbad. Jetzt geht es dann bald weiter. Schön sind sie geworden. Hallo meine Lieben, jetzt ist es so, dass ich am Weg zum Nagelstudio bin. Und zwar diese Nägel werden jetzt gleich ziemlich anders ausschauen. Und ich werde es euch dann zeigen, wenn es fertig ist. So meine Lieben, nun ist es verbracht und zwar, das sind die Nägel. Ich konnte leider nicht so viel filmen, weil man natürlich keine Hände frei hat, wenn man die Nägel macht. Aber das seht ihr und zwar, wir haben so Herzen und Glitzersteine gemacht. Und zwar, jetzt wollt ihr vielleicht wissen, warum Glitzersteine? Ich gehe jetzt nur währenddessen, ich möchte nach Hause. Und zwar, also warum Glitzer, warum Herzen jetzt? Weil es ist ja nicht Valentinstag oder so. Ich bin jetzt mit meinem Freund ein halbes Jahr zusammen und ich habe mir gedacht, das wäre doch cute und das habe ich jetzt gemacht. Sieht man, meine Haare sind gar nicht so rot, wenn man es mit einem richtigen Rot vergleicht. Aber das habe ich jetzt gemacht. Ich werde morgen noch ein bisschen mit euch quatschen und euch ein bisschen updaten. Aber heute bin ich müde. Ich bin sehr, sehr müde. Es war ein wirklich anstrengender Tag und wir hören uns morgen und wir reden, quatschen morgen ein bisschen noch, wie es hier in diesem Vlog weitergeht, weil ich weiß es gerade selber nicht. Das heißt, wir sehen uns morgen, meine Lieben. Meine Lieben,
Und zwar, ich bin jetzt hier gerade am Weg nach Hause, aber was ich eigentlich sagen wollte, und zwar, wir müssen jetzt diesen Vlog beenden. Es sind Monate vergangen, wie ich diesen Vlog gestartet habe. Es ist nicht mehr normal. Aber was ich euch noch sagen wollte, es sind sehr, sehr viele Stunden vergangen. Ich war trainieren, deshalb mein Make-up schaut nicht gut aus und das bestreite ich nicht. Das sieht aus wie nach 11-12 Stunden Tag, den ich heute hatte. Aber was ich euch noch sagen wollte, und zwar wollte ich euch sagen, dass wir haben ja so ein bisschen Beauty behandelt. Dann war ich ja zuerst in Vorarlberg in diesem Vlog. Aber das, was ich euch noch sagen wollte, und zwar, erstens, es sind schon wieder neue Nägel. Die Nägel, die ihr gesehen habt, sie waren schon urlange her. Die werde ich morgen neu machen. Aber ich muss jetzt trotzdem diesen Vlog hier beenden. Ich weiß, sonst wird das hier nichts. Aber was ich euch sagen wollte, eine Beauty-Behandlung, die ich begonnen habe zu machen, wo ich schon zwei Behandlungen hatte, war, ich mache Ganzkörperlaser. Das heißt, ich hoffe, es ist nicht allzu laut, aber ich gehe gleich in eine Gasse, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und zwar Ganzkörperlaser. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Behandlungen. Man sagt, einen Schnitt von 8 bis 10 Behandlungen braucht es, bis sozusagen alles weg ist. Und sie haben auch gesagt, dass es sein kann, wenn man zum Beispiel schwanger wird, dass es dann sein kann, dass die Hormone, weil Haare ja hormongesteuert sind, dass die Haare zurückkommen könnten. We shall see. Aber, was wollte ich euch noch sagen? Bis jetzt ist es sehr, sehr spannend. Also bei der ersten Behandlung habe ich gemerkt, dass der Haarwachstum etwas zurückgegangen ist. Bei der zweiten Behandlung habe ich jetzt, also erstens merke ich jetzt schon so Flecken. Also dadurch, dass sozusagen die Haare haben sozusagen jedes, also nicht jedes Haar, aber es gibt so Haarpartien, die haben ihren eigenen Zyklus. Und ich diesen Zyklus, sozusagen, sind nicht alle Haare gleich. Und deshalb sind manche Haare, werden dann sozusagen, sterben ab. Früher und manche später. Deshalb muss man so viele Behandlungen machen, dass man sozusagen alle Haarwurzeln erwischt. Und ja, das heißt, ich bin gerade momentan ein bisschen so fleckig. Auf den Beinen ist es sehr angenehm. Die Vorderseiten habe ich das Gefühl, es sind nicht mehr viele Haare. Also ich rasiere sehr, sehr selten jetzt momentan, was sehr, sehr angenehm ist. Und ich muss einfach sagen, für mich war es einfach so, natürlich sind es Kosten, aber ich muss dazu sagen, wenn ich berechne, ich brauche Rasierer, ich brauche einen Rasierschaum, ich brauche diese ganzen Dinge, was für mich dann nur noch so. Plus ich habe ein sehr, sehr günstiges und tolles Studio gefunden, was mir eine Kollegin sozusagen, sie hat mir das empfohlen und das ist sehr, sehr praktisch, weil das macht das natürlich ganze, also wirklich, also ich zahle 100 Euro für eine Behandlung, das ist wirklich, wirklich nicht viel und deshalb kann ich euch, also ich für mich freue mich schon, wenn ich euch dann mal berichten kann in einem Blog, ich muss nicht mehr rasieren, außer der Tag kommt, dass ich schwanger bin, dann wird es lustig. Aber ich kann nicht sagen, super, super toll. Richtiger Traum. Aber jetzt, meine Lieben, das wollte ich euch eigentlich nur noch so ein bisschen updaten. Dass ihr wisst, das ist sozusagen die große Beauty-Behandlung, die ich momentan mache. Das heißt sozusagen Ganzkörperhaarentfernung. Weil das wollte ich immer schon. Ich finde das so mühsam. Ich brauche immer eine halbe Stunde in der Dusche. Und das ist halt, nee, das machen wir nicht mehr. Aber jetzt, meine Lieben, jetzt bleibe ich hier kurz stehen und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geht. Das ist natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und euch super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram DM. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!